das Ding ableiten. Ja, ich habe hier ein Produkt, ja, mit U und V. Das heißt, ich habe hier U-V plus UV-. X ableiten gibt 1, das ist jetzt nicht so schwer. Also das ist einmal und das hier stehen lassen. 1 durch x plus jetzt hier x mal und e hoch 1 durch x, wenn ich das ableite. E hoch 1 durch x abgeleitet ist e hoch 1 durch x, weil, also und dann nachdifferenzieren. Also e hoch irgendwas gibt e hoch irgendwas, ja. Und jetzt nachdifferenzieren. X hoch, also 1 durch x ist ja x hoch minus 1 und das abgeleitet. Minus nach vorne, minus 1 mal x hoch minus 2. Und das gehört hier eben hin als nachdifferenziert. Minus 1 mal x hoch minus 2. Könnte ich auch netter schreiben als ja, e hoch 1 durch x mal minus 1 durch x Quadrat. So. Ja, und dann könnte ich sogar das Minus noch, aber dann machen wir mal ganz langsam. Also hier habe ich dann e hoch 1 durch x mal minus 1 durch x Quadrat. Ja, und jetzt das ganze Gesumse weg, dann kann ich es nämlich vereinfachen. Und also das ruft schon noch nach Vereinfachung. Ja. Ist bei diesen Aufgaben auch wichtig. So, x mal minus, also jetzt habe ich 1, einmal, das lasse ich weg, das einmal, so. Also e hoch 1 durch x plus, nicht mehr plus, sondern minus, das Minus, also dieses Minus, das kommt nach vorne und dann wird das alles Minus. Minus x und x Quadrat, da habe ich nur noch ein 1 durch x mal e hoch 1 durch x. Das ist jetzt f Strich. Ist schon nett, aber ein nächster Schritt ist bei diesen Funktionen immer total wichtig. Jetzt habe ich nicht mehr viel Platz. Nämlich das Ausklammern von diesem e hoch 1 durch x mal, weil dann habe ich 1 minus 1 durch x. Das ist wichtig, weil wenn ich jetzt hier das gleich 0 setzen möchte, dann kann ich sagen, das ist nie 0, ne? Wird nicht 0 und das kann ich aber 0 setzen und dann bekomme ich, ah, 1 kommt raus. Ne? X gleich 1 ist die Nullstelle der Ableitung, das heißt, da habe ich Min-Max irgendwas.